Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Final Fantasy 14 Online. Und ein Abonnement, ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, mir auf meiner Reise hier bei Final Fantasy 14 sehr helfen und auf YouTube. Ja, also beides, ne? Also ihr wisst schon Bescheid. Im letzten Part haben wir leider mitbekommen, dass Minfilia nicht mehr unter uns weilt, dass all unsere Hoffnungen, all unser Verzagen nichts gebracht hat. Minfilia ist von uns gegangen. Ja. Alfino, denkt über Minfilia und Zodiac nach. Ich werde Tataru erzählen, was wir über Minfilia herausgefunden haben. Flammen und die anderen möchte ich vorerst noch nicht damit behelligen, solange wir nicht ganz sicher wissen, was mit Minfilia geschehen ist und ob es für sie wirklich kein Zurück mehr gibt. Urianger dürfte sich brennend für die Informationen über Zodiac interessieren. Ich werde ihn bitten, noch intensiver als bisher nach den Ashien zu forschen. Du, Potato, hast dir etwas Ruhe verdient. Erhol dich von den Strapazen. Ich kümmere mich um alles, was noch zu erledigen ist. Aber es gibt ja mir das Gefühl, sie ist noch nicht unwiederbringlich tot. Ach ja, von Großmeister Emmerich kam eine Einladung zu einer Friedensfeier. Dabei darfst du natürlich nicht fehlen. Und die Feier wird bestimmt eine willkommene Abwechslung. Melde dich beim Großmeister Emmerich in der Kongregation der Tempelritter. La 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 la. Auf nach Ishgard. Tja, ich weiß ja nicht. Schwierig. Meine Emotionen sind gerade ein bisschen... Ich weiß nicht, was ich fühlen soll. Scheinbar ist ja die letzte Hoffnung noch nicht verflogen, aber... Und sobald das Spiel irgendeine Hoffnung setzt, ist es ja meist so, dass es dann doch noch irgendwie ein Happy End gibt. Du möchtest zum Großmeister Emmerich. Wohl an, hier entlang. Du bist meiner Einladung gefolgt. Wie schön. Ich danke dir für dein Kommen. Gerade du solltest bei der Friedensfeier dabei sein. Du erinnerst dich an den Zwischenfall, bei dem die Brüder des wahren Glaubens sich in der Kurie verschanzt hatten und Widofnir urplötzlich erschien, um der letzten Geisel das Leben zu retten? Als die Leute sahen, wie ein Drache ein Ishgarder Mädchen vor dem Tod bewahrte, begannen viele zu begreifen, dass ein Zusammenleben mit den Drachen doch möglich sein kann. Aber ich denke, wir brauchen auch einen symbolischen Akt, um diese Hoffnung zu festigen und den Frieden zu besiegeln. Deswegen habe ich diese Feier anberaumt. Und Widofnir wird kommen. Das alles habt ihr möglich gemacht. Du und der Bund der Morgenröte. Natürlich sind die Kämpfe gegen Drachen damit noch nicht Vergangenheit. Denn wenn Nitox Schar wieder angreifen sollte, werden wir zu den Waffen greifen müssen. Aber es ist ein Anfang. Endlich werden wir unsere Kräfte für die Reform Ishgards einsetzen können, statt uns auf dem Schlachtfeld zu verausgaben. Es ist nichts, keine Sorge. Lucia ermahnt mich ständig, dass ich an meine Wunden denken soll, aber... Vor allem müssen wir verhindern, dass so etwas wie die Geiselnahme in der Basilika wieder passiert. Ich war in den Schwaden unterwegs, im Strebewerk, überall und habe mit den Bürgern gesprochen. Ich weiß von ihren Zweifeln und Nöten und habe dafür gesorgt, dass sie gelindert werden. Dank meiner Maßnahmen ist auch das Lager der Papsttreuen fast verstummt. Jetzt ist die Zeit gekommen, den Frieden offiziell mit einer Feier zusammen mit den Drachen zu besiegeln. Du gehörst zu den allerwichtigsten Gästen. Es wäre mir eine Ehre und Freude, dich bei der Zeremonie zu sehen. Die Feier soll übrigens nicht in Ishgard stattfinden, sondern an der Grenze unserer Gebiete, in Falkenhorst im westlichen Hochland. Lucia überwacht die Vorbereitungen vor Ort. Sie kann dir den geplanten Ablauf erklären.
Ach, noch etwas. Wenn alles gut über die Bühne gegangen ist, würde ich gern mit dir auf unseren Erfolg anstoßen und dir nochmals meinen Dank bezeugen. Lass mich raten, ich darf jetzt jede Menge Festvorbereitung treffen, wa? Kannst du mal ein bisschen hier ein paar Schneebären töten, wir brauchen noch ein paar Felle und... Na, mal sehen. Es wirkt so ein bisschen wie, bereite das Fest vor. Aber wir schauen einfach mal. So, auf nach Falkenhorst. Weil ich nehme an, das Fest wird dann natürlich das große Ende von 3-2 sein. Nehme ich mal an. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Klingt aber wie ein schöner Moment, um den Patch hier zu beenden dann. Aber ist ja bisher so ein bisschen kurz gewesen, der Patch dann. Mal schauen. Ah, Potato, hast du die Einladung von Großmeister Emmerik bekommen? Ja, ganz recht. Die Friedensfeier soll hier stattfinden. Die Vorbereitungen sind weitgehend abgeschlossen. Sieh mal da. Der Vorhang verbirgt ein Relief, das bei der Friedensfeier gezeigt werden soll. Es ist fast fertig. Großmeister Emmerik hat das Relief in Auftrag gegeben, um uns und unsere Nachfahren an den Friedensschwur zu erinnern. Obwohl ich nicht in Ischgard geboren bin, blicke ich der Feier mit großer Vorfreude entgegen. Sie wird zweifellos ein Wendepunkt in der Geschichte Ischgards. Ich fühle mich geehrt, dass Großmeister Emmerik mich mit den Vorbereitungen betraut hat und ich werde peinlich genau darauf achten, dass mir kein Fehler unterläuft. Etwas Zeit bleibt uns noch bis zum großen Tag und mit den Vorbereitungen möchte ich dich nicht behelligen. Oh, schön. Auch ein Held braucht ab und an ein wenig Ruhe. Hinata? War es Hinata? Ja. Das heißt das auf Twitch, heißt halt Fido. La la. Und jetzt, oh doch, Potato, du musst doch bei den Vorbereitungen helfen. Und Lucy ist mit den Vorbereitungen für die Friedensfeier beschäftigt. Also dann, ich habe doch etwas zu erledigen. Willst du dir so lange die Zeit in Falkenhorst vertreiben? Aus vielen Landesteilen kommen Leute hierher, um der Friedensfeier beizuwohnen. Arturiel und Emmanelaine Forton sind ebenfalls hier und helfen bei den Vorbereitungen. Nur zu, sieh dich um, sprich mit den Leuten und vertreib dir die Zeit. Wir sehen uns dann später. La 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 la. Ich bin nur nicht gut mit Namen, das ist aber, ich glaube, ich kann auf Discord gucken. Ne, Hinata war richtig. Ah. Oh, wie schön, du bist der Einladung gefolgt. Die Anwesenheit des Kriegers des Lichts wird unsere Ritter anspornen, sich mit ganzer Kraft ins Zeug zu legen. Hier in Falkenhorst haben wir soweit alles unter Kontrolle, aber hoffentlich tanzt im Umland niemand aus der Reihe. Wiedorfnir müsste aus der Richtung des Dravanischen Vorlands geflogen kommen. Es wäre ein Drama, wenn ihr unterwegs etwas zustoßen würde. Das ist Foreshadowing. Westlich von hier lagern Ritter, die sich der Drachenjagd verschrieben haben. Finjas Vollstrecker. Ich bete zu Halone, dass sie einsichtig sind und sich ruhig verhalten. Nö, ich glaube, wir sollten die vorher auf jeden Fall mal ausschalten, einfach töten. Sicher ist sicher. Ich sag mal, wir wollen ja nicht, dass was schief geht bei der Friedensfeier, oder? Der Frieden ist noch jung. Das ist eine kleine, junge Blüte. Ein kleiner Sprössling, der Frieden. Der kann sehr schnell wieder vorbei sein. Ich weiß, für die Feier ist es noch etwas früh, aber ich wollte mir rechtzeitig einen guten Platz sichern. Großmeister Emmerik hat wahrlich Großartiges geleistet. Als er den Papst gestürzt hat, war ich mir zuerst nicht sicher, ob er nicht übergeschnappt war, aber er hat sich meiner Meinung nach als vertrauenswürdig erwiesen und die Dinge zum Besseren gewendet. Er hat sich unsere Sorgen und Nöte angehört und seine politischen Maßnahmen verständlich erklärt. Jetzt blicke ich mit meiner Familie einer glücklichen Zukunft entgegen. Ich freue mich ja so auf die Feier. Sobald wir Frieden mit den Drachen geschlossen haben, wird sich auch der Streit mit den Heretikern legen. Nie wieder sollen Brüder und Schwestern gegeneinander kämpfen müssen. Zumindest habe ich gehört, dass sich Großmeister Emmerik für eine Versöhnung mit den Heretikern einsetzt. Ich bin jedenfalls dafür, dass wir ihre Verbrechen einfach vergessen und uns versöhnen. Ja, so schaut es nämlich aus. Versöhnen ist immer gut. Frieden ist immer gut. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass der Frieden nicht so einfach zu erlangen sein wird. Und uns noch Steine in den Weg gelegt werden. Hallo Potato, deine Anwesenheit ehrt uns und lässt mich voller Stolz daran zurückdenken, wie wir gemeinsam die besetzte Kurie gestürmt haben.
Der Friedensbewegung wurde damals eine tiefe Wunde geschlagen, doch mit der Friedensfeier werden wir nun auch diese Wunde schließen. Ich freue mich sehr, Lucia bei den Vorbereitungen zur Hand gehen zu dürfen. Verzeiht die Unterbrechung, Atoriel. Auf ein Wort. Selbstverständlich. Gibt es ein Problem? Leider ja. Finia ist Vollstrecker. Sie haben meinen Befehl erhalten, auf gar keinen Fall Widowmir anzugreifen. Die meisten von ihnen wollen dem Befehl Folge leisten, doch einige andere haben geschworen, bis zum letzten Blutstropfen gegen die Drachenbrut zu kämpfen. Die Gespräche gestalten sich, gelinde gesagt, schwierig. Oh je, wenn sie Widowmir auf ihrem Weg hierher angreifen, können wir die Friedensfeier vergessen. Ja, das wäre eine Katastrophe. Wir müssen die Sturköpfe dazu bringen, stillzuhalten. Den Tempelritter, der ihnen meine Befehle überbracht hat, haben sie schnurstracks zurückgeschickt. Wenn überhaupt, wollen sie nur mit dem Hauptverantwortlichen verhandeln, also mit mir und dir, Atoriel. In Ordnung, ich gehe mit. Ich will nichts unversucht lassen, um die Situation zu klären. Potato, kannst du mir einen Gefallen tun, während ich unterwegs bin? Mein Bruder, Emanelein, hat sich noch nie mit besonderer Tatkraft hervorgetan, doch in letzter Zeit wirkt er geradezu apathisch. Um ihn etwas auf Trab zu bringen, habe ich ihn mit Wachaufgaben betraut, doch ich fürchte, sobald ich ihn aus dem Auge lasse, wird er, nun ja, seine Pflichten vernachlässigen. Könntest du ein Auge auf ihn haben und ihm Beine machen, wenn er faulenzt? Bitte, es ist zu seinem Besten. Ich darf wieder Babysitter spielen? Danke, ich weiß, auf dich ist Verlass. Nun kann ich mich beruhigt auf den Weg machen, um Finias Vollstrecker zur Vernunft zu bringen. Also wieder ein Flashback zu dem Anfang von Heavensward, wo wir auch wieder wo auch Babysitter spielen durften. Emanelein schaut gedankenverloren in der Gegend umher. Nein, bitte nicht jetzt. Ich kann mir vorstellen, dass du gerne Zeit mit mir verbringen möchtest, aber im Augenblick ist mir nicht nach Gesellschaft zumute. Faulenzen? Ich? Ich doch nicht. Ich bin wahnsinnig beschäftigt. Da kommt mir eine grandiose Idee. Du könntest mir dabei helfen, die Umgebung von Falkenhorst zu bewachen. Die anreisenden Besucher haben angeblich eine Meute hungriger Geisterwölfe angelockt. Es wäre schrecklich, sollte einer unserer Gäste unterwegs gefressen werden. Hier, ich markiere dir die in Frage kommenden Stellen auf deiner Karte. Lauf sie ab und erlege alle Wölfe, die du entdeckst. Ich bewache derweil den inneren Bereich der Festung. Komm, Honoroid. Werter Potato, vielen Dank für eure Hilfe. Für eure Hilfe. Hilfe. Ich mache einfach alles, was er tun sollte. Weil er einfach ein fauler Sack ist. Der ist ein Mokri. Der ist in Wirklichkeit ist der ein Mokri. Der ist ein Mokri in dem Körper eines Ich-Garders. Ich glaube, seine Mama ist ein Mokri oder so. Ich glaube, der Papa hat irgendwie mit Mokri oder so. Ich weiß auch nicht. Die sind ja auch süß. Aber so süß eigentlich nicht. Aber egal. Ich verurteile ja niemanden für seine Fetische. Also. Aber der kommt mir vor wie so ein Mokri. Immer die Arbeit an andere delegieren. Niemals selbst sich die Hände schmutzig machen. Wie so ein Lala. Nein. Ich habe übrigens einen Keks für dich. Ich habe einen Keks als Questbelohnung bekommen. Wo ist er denn? Ich habe einen Sesamkeks bekommen als Questbelohnung. Ich hatte die Wahl. Aber ich habe mich dann für den Keks entschieden. Bam, bam. Ich wusste schon, dass ich Vorbereitung treffen muss, auch wenn mir Lucia natürlich versprochen hat, dass sie mich nicht behelligen möchte mit Vorbereitung, war ja klar, dass wir irgendwelche Vorbereitung treffen müssen, wie Geisterwölfe töten etc. Es war mir so klar, dass das jetzt kommen wird. Erst war ich froh und dachte, jetzt kommt nur Story hier mit ganz vielen Quests und so, aber jetzt kommt doch wieder. Mach dies, mach das. Ah, wie ist deine Patrouille verlaufen? Der Innenbereich von Falkenhorst ist jedenfalls sicher. Ich habe alles vom zentralen Platz bis zum Abort gewissenhaft überprüft.
Ach ja, mir ist jemand begegnet, der nach dir gefragt hat. Ein Freund von dir mit silbrig-weißem Haar, der geholfen hat, die Brandstiftung aufzuklären. Ja, genau, Tankred, so heißt er. Er sucht nach dir. Da ich nicht verantworten konnte, dass er sich womöglich langweilt, habe ich ihn für den Wachschutz eingespannt. Er ist noch nicht wieder zurück. Möchtest du vielleicht nachsehen, wo er bleibt? Ach, dieser Typ ist so extrem faul. Ah, echt. Der ist der Sohn eines Mokris. Anders kann ich nicht ausdrücken. Ganz ehrlich nicht. Kann ich einfach nicht. Uiuiuiuiui. Die Drachenknochen hier sind super geil, ne? Das sieht krass aus. Das muss echt ein großer Drache gewesen sein. Schon krass. So, wir müssen hier runter. Potato, da bist du ja. Ich hab dich schon gesucht. Ja, ich habe die Geisterwölfe erledigt, die diesen jungen Ritter auf ihrem Weg zur Friedensfeier hier überfallen haben. Eigentlich bin ich hier, um dir zu helfen. War ja abzusehen, dass man dir keine lange Auszeit gönnt, sondern dich gleich wieder mit gefährlichen Aufgaben betraut. Hier geht es für uns jedenfalls nichts mehr zu tun. Der junge Spross des Hauses Fontaine wird sich freuen zu hören, dass die Umgebung sicher ist. Aber der Mann ist zwielichtig. Das Spiel sagt mir, dass es ein zwielichtiger Mann ist. Das ist nicht gut. Der wird auf der Friedensfeier bestimmt zwielichtige Dinge tun, die ich ganz und gar nicht gutheißen kann. Nein, Potato kann diese Sache nicht gutheißen, wenn der zwielichtige Mann da ist. Bisschen blöd, dass das Spiel mir das einfach so verrät, dass er zwielichtig ist. Tja. Und schon weiß ich, auf der Friedensfeier wird was schief gehen. Und der Frieden ist mal wieder gefährdet. Ich hoffe, Widofnir stirbt nicht, weil ich Widofnir bisher eigentlich ganz gern mochte. Jetzt habe ich was vergessen übrigens zwischen den Parts. Ich wollte eigentlich meinen Stimmverzerrer auf mein Final Fantasy 14 Stream Deck Layout draufpacken und den ein bisschen höher machen noch, sodass ich es dann nicht ganz so tief klinge und dann Drachen damit sprechen kann. Habe ich aber jetzt vergessen. Habe ich vergessen. Hallo mein Freund, wie ich sehe, hast du Tankred gefunden. Da bin ich aber froh. Dank eurer Hilfe konnte die Sicherheit der Umgebung gewährleistet werden. Den Wölfen dürfte klar geworden sein, dass sie hier keine leichte Beute erwarten können. Die Meute wird uns nicht mehr behelligen. Damit kann ich eine Aufgabe abhaken. Ach, aber leider ist noch kein Ende in Sicht. Dabei habe ich keine Lust mehr, mich um irgendetwas zu kümmern. Naja. Emmanuelle hat nichts zu tun. Ein unvergessliches Ereignis, das ist nicht gut. Das klingt überhaupt nicht gut. Ich will gerade mal was schauen, ob ich mal ganz kurz das eben schnell machen kann, weil das ist ja nicht so viel Arbeit. Das können wir auch mal ganz kurz zwischendurch machen. Ich wechsle mal kurz auf das Default Profile und da habe ich ja mein... Ich weiß nämlich, welches davon das ist. Test. Da ist es. Das ist das Ding, was ich kopieren muss. So. Und jetzt kann ich das auch hier, ne? Test. Ja, kann ich. Okay, dann muss ich mal ganz kurz gucken, welchen Effekt ich da anschalte. Das ist... Wo ist denn der? Ah, da. Und dann vielleicht nicht ganz so tief. Test. Ich bin ein Drache. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Vielleicht ein bisschen so. So ist, glaube ich, in Ordnung. So ein bisschen, aber es ist auch immer so ein bisschen komisch, aber wenn ich das richtig spreche, geht's vielleicht. Versuchen wir es einfach gleich. Versuchen wir es. Du hast genug für mich getan, ruh dich aus. Wenn mein Bruder erfährt, dass ich mir von unseren Gästen helfen lasse, wird er mir wieder eine Moralpredigt halten. Im Erdgeschoss der Kaserne haben wir eine provisorische Schenke für die Friedensfeier eingerichtet. Da kannst du dich stärken. Ich schaue mich noch etwas um. Bin ja gerade erst angekommen, Potato. Sag Bescheid, wenn du mich brauchst.
Herzlich willkommen. Bitte nimm Platz und mach es dir gemütlich. Es ist synchronisiert, das heißt, jetzt passiert was Schlimmes. Ich sehe schon kommen. Hier, geht aufs Haus, zur Feier des Tages. Das wird die Kälte aus deinen Knochen vertreiben. Essen kann ich dir erst später anbieten. Heute ist so viel los, da kommen wir mit den Bestellungen kaum hinterher. Ach, wie froh doch alle sind. Nach all den Schrecken des Krieges haben sie nun Hoffnung auf Frieden. Das muss gefeiert werden. Und ich tue, was ich kann, damit es ein unvergessliches Fest wird. So unvergesslich wie die Erinnerung an meinen Geliebten, der dem Clown eines Drachen zum Opfer fiel. Kann der Frieden je die Wunden heilen, die der Krieg gerissen hat? Ich frage mich gerade, ob in dem Getränk was drin ist, was mich betäubt. Damit die schlimmen Dinge ihren Lauf nehmen können, ohne dass ich eingreifen kann. Weil sie hat ja scheinbar noch eine Rechnung offen mit den Drachen. Ich wusste es. Oh, wirst du etwa müde? Du musst ganz schön erschöpft sein. Kein Wunder angesichts deiner Taten, ruhmreicher Held Ishgard, Drachenfreund. Du hast schon genug angerichtet. Hier ruhen unsere Söhne. Sie haben mutig gegen die Drachen gekämpft und ihr Leben für Ishgard gegeben. Ja, ich verstehe eure Trauer nur allzu gut. Der Krieg hat auch jemanden aus deinem Leben gerissen. Der Schmerz ist unerträglich. Und doch können wir ihm nicht entfliehen. Jetzt heißt es, dass wir den Krieg damals begonnen haben. Und deshalb müssten auch wir diejenigen sein, die ihn beenden. Das klingt so vernünftig. Und dennoch kann ich es einfach nicht verstehen. Es fühlt sich so ungerecht an. Je näher der Frieden rückt, desto sinnloser erscheint mir der Tod unserer Söhne. Und deswegen töten wir jetzt die Drachen wieder. Damit es wieder bei der alten Ordnung bleibt, ne? So wenige? Wie es scheint, lässt der Widerstand gegen die Drachen nach. Großmeister Emmerich ist in allen Gassen unterwegs, um den Leuten seine fixe Idee vom Frieden zu verkaufen. Da knicken viele ein, weil sich von dem neuen Kurs persönlichen Wohlstand erhoffen. Ich lasse mich nicht verführen. Ich halte unsere gefallenen Brüder und Schwestern in Ehren. Solange es Drachen gibt, will ich sie jagen und vernichten. 1000 Jahre Krieg sollen ein Irrtum gewesen sein? Schwamm drüber und auf einmal haben wir Wohlstand und Brüderlichkeit? Dass ich nicht lache. Ganz ehrlich, ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Weil ich finde, Frieden ist einfach, also, wenn du die Chance auf Frieden hast. Jetzt nehmen wir dir zum Beispiel die aktuelle Situation mit dem Ukraine-Krieg.
Wenn die jetzt die Möglichkeit haben auf Frieden und alles ist wieder gut. Das wird doch jeder wollen. Jeder. Jeder. Warum wollen die das auf einmal? Das verstehe ich nicht. Ja, die haben Leute verloren, ja. Aber sie finden keine weiteren Leute. Und sie werden auch nicht sterben. Also. Sorry, aber so Leute kann ich echt nicht verstehen. Wo war denn der Wunsch nach Frieden bei den Drachen all diese Jahrhunderte? Erst jetzt, da es für sie brenzlig wird, kommen sie aus ihren Löchern und heucheln Freundschaft. Sie haben Emmerich beeinflusst, um ihre unweigerliche Niederlage abzuwenden. Mit Erfolg. Die Friedensbewegung ist kaum noch aufzuhalten. Die Friedensfeier in Falkenhorst wird den Sieg der Drachen und unsere Demütigung besiegeln. Dann muss die Feier gestört werden. Ich bin bereit. Um den Kampfeswillen Ishgards neu zu entfachen, will ich gerne mein Leben geben. Um Kriegstreiberin zu spielen, wirst du dein Leben geben. Für nichts anderes. Hey, wach auf! Was ist bloß los mit dir? Geht es wieder? Dann komm mit nach draußen, da geht's drunter und drüber. Volk von Ishgard, lasst euch nicht für dumm verkaufen. Glaubt nicht den Lügnern, die uns Frieden versprechen. Wehrt euch gegen den Betrug. Denkt an eure Verwandten, die von den Drachen zerfleischt worden sind. An eure gefallenen Freunde. An eure Geliebten, die ihr nie wieder in die Arme schließen könnt. Dass unsere Herzen noch schlagen, liegt einzig und allein an der flammenden Wut, die darin brennt. Die Rache an den Drachen hält uns am Leben. Steh nicht rum! Halt sie auf! Los, los, los! Zu Befehl! Super, jetzt ist sie Märtyrerin. Hast du toll gemacht. Das Dümmste, was man tun konnte. Man hätte ihr mit Argumenten begegnen müssen. Seht ihr wahres Gesicht. Sie unterdrücken, was ihnen nicht passt. Töten alle, die nicht gehorchen. Erst führen sie uns in einen unheilvollen Krieg, dem unsere Liebsten zum Opfer fallen. Und dann predigen sie Frieden und nehmen uns auch noch die Gelegenheit zur Rache. Der Krieg gegen die Drachen ist alles, was mir geblieben ist. Der Sinn meines Lebens. Das war eine ganz dumme Idee, Melaleen. Verdammt, du solltest sie doch nicht gleich töten. Aber ihr habt doch befohlen. Nein, nein, nicht doch. Ich habe das nicht befohlen. Ich wollte nicht, dass sie stirbt. Oh Mann. Was für ein blutiges Spektakel. Die Friedensgegner haben wohl die Abwesenheit von Lucia und Artoriel genutzt, um einen Aufstand anzuzetteln. Emmerlane ist noch nicht wieder auf den Beinen. Hoffentlich kommt Lucia bald zurück. Der Vorfall müsste ihr schon gemeldet worden sein. Bis zu Lucias Rückkehr sollten wir aufpassen, dass es nicht zu weiteren Ausschreitungen kommt. Lass uns mit den Leuten sprechen und die Stimmung ausloten.
Ah, es ist so dumm. Meine liebe Frau wurde von den Anführern verletzt. Aufrührern verletzt. Aufrührern verletzt. Zum Glück nur leicht, aber der Schrecken sitzt uns auch tief in den Gliedern. Verdammte Friedensgegner. Ihr Wunsch nach Rache kann ich ja durchaus nachvollziehen, aber dabei verlieren sie aus den Augen, wie viel Leid der Krieg verursacht. Unselige Narren. Ja gut, da lagen noch einige am Boden. Also die Friedensgegner haben auch Leute hier verletzt. Also... Aber trotzdem, also ich glaube, das wird jetzt echt nicht gut enden hier. Das war echt nicht gut. Aber ich habe es ja schon vorher gesagt, die Friedensfeier, da wird irgendwas schief gehen. Irgendwas muss ja passieren. Und wenn Nidhogg auftaucht, das kann ja auch passieren, wer weiß. Die Shankmaid kann einem schon leid tun. Den Schießbefehl hat in meiner Lehne dieser Taugenicht von einem Fortran erteilt, oder? Ha, von dem war ja nichts anderes zu erwarten. Das hat mal wieder gezeigt, dass wir keinen Frieden finden werden, solange der Adel an der Macht ist. Unser Traum von der Reform ist mit lautem Knall geplatzt. Will ich jetzt nicht so sagen. Es ist nicht so, dass ich Gewalt gutheißen würde, aber die Shankmaid hat mir durchaus aus der Seele gesprochen. Auch ich habe Freunde und Familienmitglieder verloren. Trotzdem gefällt mir ganz und gar nicht, dass Ishgard im Chaos versinkt. Erst die Geiselnahme in der Kurie und jetzt das hier. Der Krieg gegen die Drachen hatte uns zusammengeschweißt. Wir hatten alle ein gemeinsames Ziel und... Ja, okay, also sollen wir jetzt das wieder machen oder was? Sollen wieder Tausende, Hunderttausende sterben oder was? Nun sind wir uns uneins und kämpfen gegeneinander. Ich frage mich, ob der Frieden wirklich so eine gute Idee ist. Ja, ist es. Die Alternative ist, dass Tausende, Hunderttausende sterben über Generationen hinweg. Was? Wie kann man denn den Frieden anzweifeln? Also das finde ich jetzt schon... Das ist krass gereached. Also, Frieden ist immer besser als die Alternative. Also, wie kann man sich denn einen Krieg herbeiwünschen? Vielleicht liegt das einfach daran, dass ich einfach gegen Kriege bin. Ah, Potato, wie lief es bei dir? Ja, den Eindruck hatte ich auch. Weitere Ausschreitungen gab es nicht, aber die Stimmung ist ganz schön im Keller, was ja auch kein Wunder ist. In meinen Augen sind die Aufrührer Verbrecher, die wissentlich den Tod Unschuldiger in Kauf genommen haben. Ich finde, Emmanuel Lane hat angemessen reagiert. Trotzdem tun mir auch die Aufrührer leid. Fast jeder Bewohner von Ishgard hat schmerzliche Verluste erlitten. Das hinterlässt natürlich Spuren. Ja, aber die Alternative ist doch nicht, noch mehr Verluste zu erleiden, oder? Die Frage ist, wie wir in Zukunft mit der Last der Vergangenheit umgehen wollen. Lassen wir zu, dass sie unsere Herzen weiter erdrückt, oder können wir uns von ihr befreien? Tancred macht sich Gedanken über den Zwischenfall in Falkenhorst. Lucia und Atoriel müssten schon zurück sein und ich möchte ihnen berichten, was wir gesehen und gehört haben. Kommst du mit? Gut, dann auf zur Schenke. Emmanuel Lane erholt sich dort von den Schrecken, also werden sich Lucia und Atoriel bestimmt auch dort einfinden. Ja, aber mal ganz ehrlich, das kann doch nicht die Lösung sein. Also dann wieder Krieg zu führen und noch mehr Leute zu verlieren, noch mehr Verluste zu haben. Ist scheiße, dass die Leute die geliebte Person verloren haben, Familienmitglieder verloren haben, ja. Aber jetzt hat man die Chance auf Frieden, damit man nicht noch mehr Leute verliert. Also... Ich weiß ja nicht. Aber vielleicht liegt es wie gesagt daran, dass ich einfach Kriege nicht mag. Mir wurde der Zwischenfall gemeldet, Potato. Tancred, es tut mir sehr leid, dass ihr darin verwickelt wurdet. Nicht der Rede wert, wissen wir schon, wer hinter der Sache steckt. Der Aufstand wurde von mehreren Friedensgegnern durchgeführt. Ihre Radelsführerin ist eine junge Frau, die sich als Shankmaid eingeschlichen hatte. Ein paar von ihnen konnten wir gefangen nehmen, doch die meisten sind entweder im Kampf gegen unsere Ritter gestorben oder haben sich selbst umgebracht, um der Gefangennahme zu entgehen. Unter unseren Rittern sind einige Opfer zu beklagen, doch zum Glück haben die Zivilisten nur leichte Wunden davongetragen. Die Shankmaid lebt noch, aber die Pfeile haben sie schwer verletzt. Es ist höchst ungewiss, ob sie die Nacht überleben wird. Die Verhandlung, zu der wir gerufen wurden, war offensichtlich nur ein Trick, um uns aus der Stadt zu locken. Wir haben die Kollaborateure der Anführer ebenfalls verhaftet. Aufrührer. Es war also alles genau geplant, von Leuten, die nicht wollen, dass Ishgard sich verändert. Die Wurzel des Übels sitzt tief. Wir haben uns in Falkenhorst umgehört. Die Leute verhalten sich ruhig, aber sie sind wütend und verunsichert. Du hattest also denselben Eindruck. Vielen Dank für eure Bemühungen und eure Anteilnahme. Großmeister Emmerich bemüht sich sehr, die Bewohner Ishgards von seiner Reform zu überzeugen. Viel hat er schon erreicht, aber offensichtlich gibt es noch starken Widerstand.
Nach wie vor bin ich von Großmeister Emmerik überzeugt. Seine Reform ist das einzig Richtige für Ishgard und ich glaube, viele Bürger sehen das ebenso. Nur leider hat der Krieg Leid und Hass tief in uns eingebrannt, während die Erleichterung des Friedens noch nicht absehbar ist. Es ist nicht leicht, sich von den Schatten der Vergangenheit zu befreien. Das lässt sich kaum leugnen, aber wir können nicht einfach aufgeben. Großmeister Emmerik wird entscheiden, wie wir weiter verfahren. Ihr seid Augenzeugen des Vorfalls. Könnt ihr Großmeister Emmerik berichten, was ihr gesehen habt? Ihr meine Lehen, du kehrst ebenfalls in die Stadt zurück. Darf ich? Denk nicht, ich tue das um deinetwillen. Mit deinem tölpelhaften Verhalten hast du die Bevölkerung gegen uns aufgebracht. Deine Anwesenheit hier könnte noch mehr Öl ins Feuer gießen. Schon gut, ich hab verstanden. Wo steckt eigentlich dein Diener? Er wird dich doch bestimmt begleiten. Honoroid? Ja, wo steckt der bloß? Ja, wo steckt der bloß? Bei den Aufrührern. Keine Ahnung. Oder tot. Kann man hier reingehen? Nein. Das ist ein zitterndes Kätzchen. Das ist bestimmt eine Nebenquest. Also draußen steht er auf jeden Fall nirgends, wie es aussieht. Hier können wir nicht rein. Ah, da ist er. Aber er liegt am Boden, oder? Honora, du Dummkopf! Wage es nicht, vor meinen Augen zu sterben! Herr Emanelin, ihr seid wohl auf? Welch ein Glück! Ja, mir geht es gut. Was ist mit dir geschehen? Wer hat dich bloß so zugerichtet? Verzeiht, Herr. Als sich plötzlich so viele Leute abwandten und gehen wollten, bat ich sie doch noch zu bleiben. Aber sie wollten nicht hören. Sie nannten mich einen Verräter, weil ich den Fortin diene. Mein armer Honorat, es ist alles meine Schuld. Nein, nein, Herr. Ihr habt redlich gehandelt. Ich glaube an euch und an Herrn Atuarell. Die arme Frau muss sehr gelitten haben, wie so viele von uns. Schmerzhafte Erinnerungen sind tief in unser Gedächtnis gebrannt. Doch der Frieden, den wir anstreben, wird neues Leid verhindern. Für diese Hoffnung danke ich euch, Herr Emanelin. Honorat? Keine Sorge, er wird es überstehen, wenn seine Wunden rasch versorgt werden. Warum muss alles so kompliziert sein? Wollen wir nicht alle das Gleiche, glücklich und zufrieden leben? Trotzdem stürzen wir uns gegenseitig ins Unglück. Aber was hätte ich denn auch machen sollen? Wieso war niemand da, um mir den richtigen Weg zu zeigen? Auch wer andere für sich entscheiden lässt, muss die Verantwortung für seine Taten tragen. Du hast gut reden. Ein mächtiger Held wie du braucht ja nichts zu fürchten.
Mächtiger Held. Aber das, was mir am meisten am Herzen lag, konnte ich nicht beschützen. Und doch habe ich die Zähne zusammengebissen und weitergemacht. Ja, Vorwürfe werde ich mir immer machen. Aber mein Ziel gebe ich nicht auf. So, da hat er endlich mal einen auf die Mütze bekommen. Endlich. Geh schon. Ich kümmere mich um Honoror. Hm. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, der hat nicht mehr viel zu sagen. Vielleicht habe ich etwas überreagiert, aber ich konnte mich einfach nicht zurückhalten. Emanelor ist ein verzogener Bengel. Nichts will ihm gelingen und er weigert sich beharrlich, der Realität ins Auge zu blicken. Ich kann ihn nur zu gut verstehen und gerade deshalb regt er mich so auf. Was geschehen ist, ist geschehen. Die Vergangenheit können wir nicht mehr ändern, aber wir können Verantwortung für unsere Taten übernehmen. Das zu begreifen tut weh, aber warum sollte es ihm besser gehen als mir? Ich glaube nicht, dass das lohnt. Ich nehme lieber das Ding hier. Tancred hat sich anscheinend beruhigt. Emanelor wird sich schon um Honoroy kümmern. Das heißt, wir können zu Großmeister Emmerich gehen und ihm berichten, was hier vorgefallen ist. Ich muss die Namen jetzt lernen auszusprechen. Ich habe das erste Mal gerade eben gehört. Ich muss so ein bisschen gucken, dass ich die richtig aussprechen kann aus dem Fluss. Aus dem Lesefluss. Achso, Kongregation. Okay, dann teleportieren wir eben. Da-da-da-da. Teleport. Ah. Oh ne, wir müssen. Warte mal. Ich bin falsch. Ba, ba, bam. Ach ja, schon schön bisher, aber ich war mir klar, dass die Friedensfeier nichts wird. Also nicht so einfach. Wir haben von dem Vorfall im Falkenhaus gehört. Großmeister Emmerich erwartet dich bereits. Bitte, hier entlang. Seid gegrüßt. Ich habe euch schon erwartet. Gerüchte über den Zwischenfall in Falkenhorst verbreiten sich in der ganzen Stadt. Mir ist zu Ohren gekommen, dass es Verletzte und Tote gab und dass mein Sohn mit für die Eskalation verantwortlich ist. Bitte, erzählt uns mehr über den Vorfall. Vielen Dank für die ausführliche Schilderung. Es schmerzt, das zu hören, doch es hilft nichts, die Ohren vor der Wahrheit zu verschließen. Ich kann die Motive der Friedensgegner durchaus nachvollziehen. Das macht es nur noch schlimmer, denn vielen anderen wird es ähnlich gehen. Die Friedensgegner haben es geschafft, den Hass auf die Drachen, den wir alle in uns tragen, anzufachen. Nun wird es noch schwerer, ihn zu überwinden. Endlich schien der Frieden in greifbare Nähe zu rücken, doch dieser Vorfall könnte die Reform ernsthaft gefährden. Das werde ich nicht zulassen. Ein Leben, allein von Rachedurst getrieben, ist eines Ishgardas nicht würdig. Mir ist bewusst, dass die von mir angestrebte Reform für viele so wirken muss, als würde ich unsere Vergangenheit verleugnen. Das Gegenteil ist der Fall. Ich halte die Vergangenheit in Ehren und bin davon überzeugt, dass die Opfer des Krieges nicht umsonst gefallen sind. Der Krieg hat uns gelehrt, Leid und Entbehrungen zu ertragen. Er hat uns stark gemacht, stark genug, um alle Widerstände zu überwinden. Die Lehren der Vergangenheit ermöglichen uns den Blick auf eine bessere Zukunft.
Du ziehst die Reform also nicht in Zweifel. Man möchte meinen, dass eine solche Entschlossenheit auch das Volk überzeugen müsste, sich von den Schatten der Vergangenheit zu befreien. Leider ist es trotz aller Überzeugungsversuche zu dem Aufstand gekommen. Die Leute haben ihren Glauben verloren und ihren Stolz. Kein Wunder, dass sie nichts mehr hören wollen, sondern ihrem Ärger mit Gewalt Luft machen. In schwierigen Situationen wie diesen war es in Ishgard üblich, den Zorn der Bevölkerung auf die Drachen zu lenken. Es gab kein besseres Ventil als den Kampf. Nun müssen wir uns etwas anderes überlegen, wie wir die Gemüter in die richtigen Bahnen lenken, denn schöne Worte allein sind nicht genug. Was jeder Einzelne verloren hat, kann ich unmöglich ersetzen. Doch mein Wunsch ist, dass die Ishgarder stolz sind auf ihre innere Stärke und auf ihre Ahnen. Ich weiß, dass der Stolz in ihnen steckt. Wir müssen ihn nur wachrufen. Und ich habe schon eine Idee, wie wir das anstellen können. Es gibt Überlegungen, anlässlich unserer Rückkehr in die Eoseische Allianz eine Truppenübung abzuhalten, bei der Soldaten unserer Stadtstaaten gegeneinander antreten. Ich hatte die Idee auf Eis gelegt, weil ich die Friedensfeier mit Widofnir für wichtiger hielt. Aber vielleicht war das ein Fehler. Wie wäre es, die Friedensfeier zu verschieben und zuerst die Truppenübung abzuhalten? Dabei sollten wir nicht nur die allgemein anerkannte Kampfkraft der Tempelritter demonstrieren, auch einfache Bürger sollten die Gelegenheit erhalten, sich im Kampf zu beweisen. Wir könnten eine gemischte Einheit aus Tempelrittern und Bürgermiliz bilden, eine Staatstruppe, die das neue Ishgard repräsentiert. Wenn die Ishgarder Truppe gegen die anderen staatlichen Gesellschaften gewinnt, wäre das ein mächtiges Symbol unserer neu gewonnenen Identität. Das könnte in der Tat die Moral heben. Und es ist allemal besser, als die Unruhen einfach zu ignorieren und die Friedensfeier wie geplant abzuhalten. Ich unterstütze den Plan und bitte zieht in Erwägung, meinen Sohn Emmanuel Léon an den Kampf teilnehmen zu lassen. Mit seinem unüberlegten Verhalten hat Emmanuel Léon viel Vertrauen verspielt. Ich wünschte, dass er mit dem Schwert in der Hand zurückgewinnt. Dagegen habe ich nichts einzuwenden, vorausgesetzt, er entscheidet sich aus freien Stücken dafür. Potato, bitte informiere Seneschal Lucia über unseren Plan und bitte sie, geeignete Kandidaten für unsere Truppe auszuwählen. Ich werde unverzüglich mit den anderen Stadtstaaten in Kontakt treten, um die Truppenübungen in die Wege zu leiten. Falls du Emmanuel vor mir siehst, dann erklär ihm bitte die Situation. Er müsste bald zurück sein, aber wie ich ihn kenne, wird er mir bestimmt aus dem Weg gehen. Es kann gut sein, dass du ihm eher begegnest. Bam, bam. Ha, so. Eine Truppenübung also. Vielleicht gar keine so schlechte Idee. Ich frage mich nur, was Großmeister Emmerich und Graf Fontaine von dir erwarten. Sie setzen zweifellos großes Vertrauen in dich. Vermutlich hoffen sie, dass du ihrer Reform zum Erfolg verhilfst. Bist du bereit dazu? Von ganzem Herzen. Nichts anderes habe ich erwartet. Dann will auch ich meinen Teil dazu beitragen. Emmerich möchte eine Staatsarmee aufstellen, die aus Tempelrittern und Bürgern besteht. Die Bürgerwehr soll bestimmt von unseren guten Hilde angeführt werden. Ich sehe schon mal, ob ich sie in den Schwaden finde, während du mit Lucia sprichst. Einen kleinen Botendienst kann ich gern für Emmerich erledigen. So. Hallo Potato, warst du schon bei Großmeister Emmerich? Der Übungskampf gegen die anderen Stadtstaaten. Ja, die Idee steht schon seit einiger Zeit im Raum. Großmeister Emmerich möchte dadurch also die Moral unserer Landsleute stärken. Das sieht unserem Großmeister ähnlich und ich glaube, es könnte erfolgreich sein. Die Alternative, weiterhin Rache an den Drachen zu üben, würde doch nur neues Leid heraufbeschwören. Großmeister Emmerichs Stärke ist es, sich nicht von Rückschlägen irritieren zu lassen, sondern eisern seinen Weg zu gehen und dabei anderen seine Hand zu reichen. Auch mich hat er auf seine Weise gerettet. Danke für die Informationen. Ich werde unverzüglich unsere besten Tempelritter für die Truppenübung auswählen. Kannst du Hilda bitten, einige fähige Leute aus ihrer Bürgerwehr aufzustellen? Tankred spricht darüber schon mit Hilda. Etwas voreilig, der junge Mann. Aber gut, er beschleunigt die ganze Sache. Kannst du Hilda einen Brief von mir bringen? Ich möchte ihr ein paar Hinweise geben, wie viele Leute wir brauchen und was wir von ihnen erwarten. Ich muss also doch noch zu Hilda. Okay, sie hat doch noch ihren Weg gefunden, mich zu Hilda zu schicken. Sie wollte unbedingt, dass ich dahin gehe. Also sie hat mir eben schon schnell einen Brief aus der Tasche gezogen. Wie lange muss sie diesen Brief schon vorbereitet gehabt haben?
Da stand es auch jetzt gerade erst fest, dass wir das jetzt so machen mit den Bürgern und Kriegern zusammen. Vorher wäre das ja einfach nur mit den Tempelrittern gewesen. Das ist ja jetzt ganz neu eigentlich. Naja. Egal, ich kann das verzeihen. Ja, Tankred hat mir schon von der Truppenübung erzählt. Es freut mich, dass Großmeister Emmerich das einfache Volk mit einbinden will. Er weiß schon, was er an uns hat. Also, ich bin auf jeden Fall dabei und werde meine Jungs und Mädels zusammentrommeln, aber wie viele Leute werden überhaupt gebraucht? Und woher bekommen wir die nötige Ausrüstung? Ah, danke. Lucia hat an alles gedacht. Anhand ihrer Auflistung können wir alles vorbereiten. Schön, dass du auch dabei bist. Du hast einen guten Ruf bei uns in den Schwaden, weißt du? Wenn die Leute hören, dass sie Seite an Seite mit dir kämpfen werden, habe ich im Handumdrehen genug Freiwillige zusammen. Sehr gut, dann müssen wir nur noch die Sache mit Emmanuel klären. Ich glaube, es ist besser, wenn er von uns erfährt, was sein Vater von ihm verlangt. Ich suche hier in der Gegend nach ihm. Potato, versuche du dein Glück im Strebewerk. Wir treffen uns dann später in der Kongregation der Tempelritter. Wisst ihr, wo wir uns treffen, meine lieben Freunde, später? Also auf Twitch geht's weiter, keine Sorge, ne? Aber auf YouTube sehen wir uns später wieder, im nächsten Part nämlich. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!